Officer March hat noch einige Gags, einige Wespenkameras, ein paar Actionfiguren sowie ein Kleidungsstück und ein Fahrzeug zu finden. Und das ist das, was wir heute machen hier bei Simpsons Hit and Run. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück. Was machst du hier eigentlich? Packst du hier gerade langsam aus oder was ist dein Plan? Ja, das ist ja super. Also, wir machen uns heute quasi mal wieder auf die Suche, so ein paar kleine, aber feine Extras zu sammeln. Und ich würde sagen, wir machen in erster Linie die Wespenkameras, weil das die meisten sind. Und alles, was wir nebenher so mitfinden, nehmen wir natürlich auch mit. Die erste Wespenkamera heute müssten wir wieder bei Clancy Wiggum im Garten finden. Und genauso ist es auch. Ich glaube, hier haben wir damals auch Ralph gefunden. Ich weiß gar nicht, ob Ralph auch hier ist, nachdem wir das Rennen abgeschlossen haben. Ich glaube es aber... Ah, obwohl, hier ist ein Rennen in der Nähe. Ja, na klar, hier ist der kleine Ralphie. Und hier ist noch eine weitere Wespenkamera, die wir gleich mal noch mitnehmen können. So! Zap, zarab, hätten wir doch gleich mal zwei von den Dingern mitgenommen. 11 Stück hatten wir vorher im Übrigen. Jetzt haben wir also 13, heißt 7 Stück sind noch übrig. Und was wir auf jeden Fall machen müssen... Weil wir einfach kaum noch diese Münzen haben, sind solche Boxen oder diese Getränkeautomaten zu zerstören. Weil, wie gesagt, uns fehlt ja auch noch ein Fahrzeug und ein Kleidungsstück. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall Geld ohne Ende. Hätte ich nicht gedacht, dass uns das hier mal ausgeht, aber es ist tatsächlich so. Bei der Gelegenheit gleich mal noch eine kuriose Sache. Wir haben hier einmal Ralph. Ja, also wir haben hier einmal Ralph und jetzt zeige ich euch mal was. Dort hinten haben wir auch nochmal Ralph. Ich brauche mehr Tanz-Aerobic-Unterricht. Also das muss mir mal einer erklären, wie das funktioniert, aber ja. Gut, ich mache mich weiter auf die Suche, speziell nach den Wespenkameras. Lass mich hier. Neue bzw. weitere Wespenkameras gibt es hier bei Mr. Burns. Die Frage ist, warum der Eingangsbereich so leer ist. Das würde mich immer interessieren. Aber hier oben haben wir auf jeden Fall eine. Und das wird nicht die einzige Wespenkamera gewesen sein, die wir hier holen können. Ja, also das kann ich euch schon mal versprechen. Ärgerlich, dass diese Münzen hier alle so ein Stück weit in der Luft hängen. Aber wir haben sie jetzt alle bekommen. Ah, ich habe gedacht, dass ich die Dinger vielleicht kaputt machen kann, dass dort auch ein bisschen was rauskommt. Aber so viel ist es nicht. Langsam, aber kontinuierlich. So gewinnt man das Rennen. Aber hier oben gibt es quasi noch eine Wespenkamera. Im Übrigen, das ist mir jetzt neu. Ich wusste nicht, dass das bei Mr. Burns zu Hause ist, dieses Zimmer. Ich habe immer gedacht, das scheint mir im Übrigen Gag zu sein. Den machen wir gleich, wenn ich das zu Ende erzähle. Ich habe immer gedacht, dass dieser Raum... bei Mr. Burns tatsächlich auf Arbeit ist. Ja, im Atomkraftwerk, dass er sich quasi irgendwo so ein gemütliches Büro einrichten lassen hat. Weil Homer muss ja auch das eine oder andere Mal in sein Büro kommen und das... Obwohl, es ist doch, es ist ja ein Wohnzimmer, es ist jetzt nicht Mr. Burns Büro. Sorry. Sorry für die Verwechslung, das war absolut mein Fehler. Ich war gerade ein bisschen dumm. Das sah halt gerade sehr ähnlich... wie Mr. Burns Büro aus, aber da fehlt ja hier der große Schreibtisch hier vorne. Gut, die haben einen Gag. Niemand wird was dagegen haben, wenn ich es anfasse. Oder kein Gag und dafür... Alles für March. Eine Actionkarte von Mr. Burns? Okay, warum nicht? Na, warum nicht? Hier kann ich das auch wieder zurückdrehen? Nö, das bleibt jetzt so. Na gut, wir haben die Actionkarte mitgenommen. Ein Stück weit zufällig gefunden. Aber hey, was soll's? Was soll's? Wenn man drei Kinder hat, macht man schon schneller schlapp. Man kann ja auch mal Sachen so zufällig finden. Aber das war noch nicht alles. Denn wir sind ja schon ein paar Mal hier vorne durch diesen Schachgarten gefahren bei Mr. Burns. Und da haben wir auch schon die eine oder andere Wespenkamera gesehen. Wo ich gern... die gleich noch mitnehmen würde, wenn wir gerade mal dabei sind, ja. Ja, also das machen wir auf jeden Fall. Ah, okay. Und zwar müssen die hier unten auf dem Schachbrett gewesen sein, wenn ich mich recht entsinne. Ich...
Alter Schwede, wie ich hier runterfahre. Wie so ein Mongo, Alter. Schauen wir uns aber hier mal trotzdem noch ein Stück weit um. Ah, ja, jetzt sogar Treppen gegeben, an denen man vielleicht ein Stückchen mit weniger Kratzern hätte runterfahren können. Aber hey, was soll's? Was soll der Geiz? So, Wespenkamera Nummer 1 hier unten vernichtet. Macht insgesamt jetzt 16, wenn ich richtig gezählt habe. Und hier drüben ist noch eine Wespenkamera Nummer 17. Dann dürften also quasi nur noch 3 fehlen. Lustig, beziehungsweise interessant, dass die natürlich alle zum Großteil hier bei Mr. Burns zu finden sind. Also was heißt zum Großteil? Dass wir zumindest 4 hier bei Mr. Burns haben. Aber ja, schauen wir mal, ob das irgendeine nähere Bedeutung hat dann später. Oh, hier ist auch noch eine Wespenkamera. Natürlich so schön in der Luft versteckt, ja, wo auch sonst. Die treten wir hier mal, aber so ist von... kaputt, was ich so ein bisschen erbärmlich finde, ist aber, dass wir nichts bekommen. Also, gar nichts halt, ne? Toll, runtergefallen. Ich wollte jetzt eigentlich hier mal noch gucken, ob es hier noch mehr gibt. Dann schaue ich halt einfach mal, ob es hier tatsächlich noch mehr gibt, weil das kann natürlich sein, dass ich jetzt noch ein paar Mal scheitere. Aber ich glaube es nämlich fast nicht, dass hier noch mehr zu holen ist. Was wollte ich sagen? Ja, ist ein bisschen ärgerlich, dass jetzt nicht mehr noch dazu war. Also nicht mal mehr Münzen haben wir noch bekommen von dem scheiß Vieh. Das finde ich dann doch ein Stück weit erbärmlich. Aber hey, was soll der Geiz? Gut, aber es macht den Anschein, als sei hier nicht mehr. Gut. Eine weitere Wespenkamera haben wir hier drin. Beziehungsweise, was heißt hier drin? Mehr oder weniger eher hier oben. Die Frage ist, wie komme ich denn an dich jetzt am dümmsten mal ran? Na egal, schaue ich mich halt erstmal hier oben rum. Ja. Solange tust du mir erstmal auch nichts. Solange ich hier nichts kaputt mache, beziehungsweise dich nicht anspringe. Aber ist trotzdem die Frage, wie komme ich denn an dich ran? Ich bin auch kein einziges Mal hier über den Reifen, brennenden Reifenstapel gesprungen. Aber wie komme ich denn an dich ran? Ja, es war schön daneben gesprungen. Das war schon mal nicht das Rätselslösung. Alter, wie soll ich das machen? Jetzt, okay. Mann, die ist jetzt auch mal zu mir runtergekommen. Dann kriegen wir die natürlich auch. Aber sonst war die natürlich mega bescheiden positioniert. Na gut, wir haben auch diese Wespenkamera. Und damit dürfte, glaube ich, sogar nur noch eine fehlen. Genau, es fehlt nur noch eine. Dann auf geht's. Zur letzten Wespenkamera. So, ich glaube, ich habe gefunden, wo wir das letzte Auto kaufen können. Nämlich hier bei Willy. Ich muss meinen geliebten Traktor verkaufen. Mein Vater wurde als Fußballhooligan eingesperrt und ich habe kein Geld, um ihn gegen Kaution rauszuholen. Naja, ich könnte einen Traktor für den Haushalt gut brauchen, um Homers leere Flaschen abzutransportieren. Ja. Für 400 Münzen können wir den kaufen. Okay, haben wir zum Glück aktuell genug. Aber viel ist trotzdem nicht mehr übrig. Und wir haben ja auch noch das eine Kleidungsstück zu kaufen. Und hier haben wir die letzte Wespenkamera. Hier haben wir die letzte Wespenkamera. Ja, nice. Das heißt, jetzt heißt es Actionkarten. Ich glaube, eine müsste da noch fehlen. Und 4 Gags fehlen uns auch noch. Also lassen wir uns da mal noch... schauen wir uns da mal noch ein bisschen um. Ja, ich gucke nochmal hier oben, ob es hier oben genau noch ein bisschen was für Münzen gibt. Weil die kann ich ja aktuell wirklich mehr als genug gebrauchen. Und dann schauen wir uns, wie gesagt, nach den restlichen Dingen noch um. So, ein Gag kam ja schon mal hier drin, nämlich der Fernseher wieder. Den hatten wir beim letzten Mal schon fast vergessen und diesmal gleich wieder. Oh, schlechte Nachrichten. Okay, das war's aber auch schon hier, was wir bei den Simpsons holen konnten. Ja, ansonsten haben wir ja alles. Deswegen müssen wir Ausschau halten nach 3 weiteren Gags. Und hier drin haben wir tatsächlich einen Gag übersehen. Und zwar die Krusty-Lampe. Ja, super. Die geht natürlich direkt kaputt. Lohnt sich natürlich. Was brauchen wir denn überhaupt für das letzte Kleidungsstück? Das täte mich auch mal noch interessieren. March normal, March Gefängnis. Aufgemotzt. 350, das heißt noch 75 Coins. Ich hoffe, die kriege ich mal noch irgendwie zusammen jetzt in der Suche nach den Gags und nach den Actionkarten. Ja,
Das wäre schon eine geile Sache, dass wir das dann, dass ich dafür nicht erst noch irgendeinen Shit dann machen muss, ja. Natürlich in der Schule. Hier waren wir noch nicht. Aber hier gibt es auch noch was zu holen. Und zwar 2 Gags und das müssten dann alle sein. Und Rektor Skin haben wir auch hier. Aufgewacht, aufgewacht. Speck und Eier sind gemacht. Ich werde die Petition genehmigen, die von allen Schülern verlangt, statt Wasser Sauerstoff Dihydrit zu sagen. Wasser klingt etwas zu blumig für meinen Geschmack. Ah ja. Gut, damit haben wir den Gag für den Feuerlöscher und dann haben wir noch den Feueralarm wie damals schon und damit. Und damit sind die Level-Gags also auch vollständig. Das heißt, uns fehlt jetzt noch ein Kleidungsstück und ich glaube eine Actionkarte. Also, die holen wir uns auch noch. Und dort vorne haben wir die letzte Actionkarte. Jetzt müssen wir bloß herausfinden, wie wir an die rankommen. Die hier oben irgendwie auf dem Dach ist. Also ich habe fürs Erste keine Idee, wie ich hier hochkomme. Vielleicht gehen wir das Ganze mal von der anderen Seite an. Vielleicht von hinten? Ja, von hier hinten könnte es klappen. Oder auch nicht. Ja, moin, wie soll ich denn hier hochkommen? Also. Puh. Schauen wir uns das Haus mal von allen Seiten an. Okay, ich kann mich hier im Busch verstecken. Das ist ja auch schon mal interessant, aber ich habe fürs Erste keinen richtigen Plan, wie ich hier hochkommen soll. Ich schwör's, früher war ich besser. Also ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass wir hier vorne irgendwie über den Mist hier hochklettern müssen. Ja, das würde am meisten Sinn machen noch. Ich weiß schon mal gar nicht, warum wir hier nicht hochkommen. Ja, okay, das funktioniert so nicht, wie ich mir das vorstelle. Ja, ich versuch's mal rauszufinden, wie ich hier hochkomme. Ah, so komme ich hier hoch, okay. Ja, na, also man muss ganz ehrlich sagen, ein Stück weit war es ja schon verbuggt, die Scheiße. Aber wir haben es am Ende geschafft. Und da ist Sammelkarte, rotes Jackett, alle Level-Sammelkarten eingesagt. Das heißt, es fehlt uns jetzt wirklich nur noch, das eine Kleidungsstück von March, dafür haben wir jetzt in diesem Moment auch genügend Coins. So dass ich sagen würde, machen wir uns noch auf, das Ding zu kaufen und schließen damit dann erfolgreich Level 4 ab. So dass wir dann beim nächsten Mal auch direkt weitermachen können mit Level 5, wo wir dann auf jeden Fall mal wieder ein paar mehr Münzen einsammeln müssen. Es ist ja der helle Wahnsinn, wie ich hier wirklich gar nichts mehr habe, gleich an Cash. Also, holen wir uns hier drin jetzt noch das letzte Kleidungsstück, March, aufgemotzt für 350 Coins und schließen damit erfolgreich Level 4 ab. Wir haben alles geholt, alle Story-Missionen, alle Bonus-Missionen, Straßenrennen, Sammelkarten, Kleidung, Fahrzeug, Wespen, Kameras und Gags. 100% geschafft und beim nächsten Mal geht's dann weiter mit Level 5 mit Apu. Da bin ich gespannt, was uns da erwartet. Also, ich bedanke mich dafür, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann schaltet gern wieder ein zu Simpsons Hit and Run. Bis dahin, macht's gut.